Ich bin wahnsinnig froh, dass ich die Seabreeze habe. Ohne könnte es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also das ist fast wie, wenn ich keine Behinderung hätte. Ich bin die Nathalie und ich habe vor 3,5 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Mit der Folge, dass mir das Knie jetzt immer einsinkt. Das heißt, ich kann eigentlich nicht normal laufen, sondern brich bei jedem zweiten, dritten Schritt mit dem Knie ein. Also das sackt so weg und da ist halt eine große Sturzgefahr da. Also das Seabreeze-Gelenk ist für all diejenigen geeignet, die quasi mit einer Oberschenkelorthese versorgt werden müssen und bei der einfach die Kniesicherheit durch mangelnde Muskulatur oder Ansteuerung der Muskulatur einfach fehlt. Insbesondere fallen einem da inkomplette Querschnittslähmungen ein, zum Beispiel Polioerkrankungen, obwohl man das immer ein bisschen individuell betrachten muss dann das Ganze. Es ist einer Schlaganfallpatienten möglich, obwohl auch da das besonders betrachtet werden muss. Weil einfach eine Kontraindikation sind zum Beispiel hohe Spastizitäten in den Beinen, die einfach die Steuerung des Gelenks unmöglich machen. Und was nur dazu kommt, wo es dann auch nicht geeignet ist, ist, wenn Beugekontrakturen im Kniegelenk oder auch im Hüftgelenk von über 10 Grad bzw. Extremere Achsabweichungen im Kniegelenk vorhanden sind. Da geht's nicht. Sonst zum Beispiel auch nach Trauma, also wenn jetzt da jemand einen Unfall hat, Motorradunfall zum Beispiel, und es kommt da zu Nervenausrissen, die eventuell sogar auch nur isoliert den Oberschenkel betreffen, war das auch eine Möglichkeit, da eben mit einem Seabreeze zu versorgen. Ich habe vorher eine andere Versorgung gehabt und habe jetzt die Seabreeze gekriegt. Die vorher hat eigentlich nur, ja, ich habe gehen können, aber ich habe immer Schmerzen beim Gehen gehabt. Ich habe lange nicht das machen können, was ich jetzt mache. Mit dem Seabreeze ist das eigentlich fast wie wenn man ja, keine Behinderung hat in dem Sinn. Das ist gleich ganz viel aus. Ich kann wieder Unternehmungen machen und ja, bin da wirklich total zufrieden. Das Seabreeze, das ist im Endeffekt ein Kniegelenk, das bei Oberschenkelorthesen eingesetzt wird. Und was das Seabreeze so besonders macht, ist im Endeffekt, dass es eine Dynamik zulässt bei gleichzeitiger Sicherheit, weil es hauptsächlich die Arbeit des vorderen Oberschenkelmuskels übernimmt und quasi diese bremsende Wirkung, die man kennt, wenn man zum Beispiel eine Treppe bergab geht und sich da quasi Schritt für Schritt hinunter bewegt und die Arbeit, die da der Oberschenkelmuskel leitet, übernimmt quasi hauptsächlich das Seabreeze-Kniegelenk. Das Seabreeze-Gelenk, das hat eine Hydraulik drinnen, die durch einen Mikroprozessor gesteuert wird. Also das Gelenk, das erkennt eben die unterschiedlichen Gangphasen und da insbesondere auch die Schwungphase. Und in der Schwungphase, weil die Dämpfung ist permanent aktiv, sodass der Anwender gesichert ist. Aber in der Schwungphase schaltet das Gelenk frei, sodass ein physiologisches Durchschwingen des betroffenen Beins möglich ist. Also mit normaler Kniebeugung, sodass keine Ausgleichsbewegungen benötigt werden. Also ich kann wirklich Steigungen gehen, ich kann bergab gehen, ich kann auf unebenem Gelände gehen und das war vorher eigentlich gar nicht möglich, sprich eigentlich auch keine Ausflüge oder sowas. Das habe ich in der Zeit gar nicht mehr gemacht. Ich habe relativ früh vom Seabreeze erfahren, habe aber echt gedacht, ach Gott, die Krankenkasse braucht doch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Das war so meine allererste Intention, wo ich gedacht habe, nein, niemals. Das geht ja so und dann habe ich es getestet und habe gemerkt, was es für eine Verbesserung der Lebensqualität ist. Und dann war mir ganz klar, das muss ich haben und das möchte ich und dafür kämpfe ich. Also das war mir total wichtig und ja, bin total glücklich jetzt, das zu haben. Der Versorgungsablauf schaut im Endeffekt so aus, dass man zuallererst einmal ein Beratungsgespräch, ein ganz unverbindliches bei uns macht, das geht in jeder Niederlassung. Und wenn in diesem Beratungsgespräch dann macht man für verschiedene Muskelfunktionstests und so eine kleine Anamnese eben, um dann das beste Hilfsmittel beraten zu können. Und wenn in dieser Beratung dann das Seabreeze in Frage kommt, dann kann man dieses Seabreeze eben austesten bei uns im Haus. Und das ist ja ganz wichtig, weil das dann sofort mitdokumentiert wird. Weil diese Genehmigungsverfahren, die man dann, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, über die Krankenkasse dann machen muss, sehr aufwendig sind und da vernünftige Dokumentation gefordert wird.
beim allerersten Test ist Videomaterial entstanden für die Krankenkasse, dass man sieht, wie laufe ich mit meiner alten Orthese und wie wäre das mit dem Z-Brace. Und da hat man ganz deutlich gesehen, dass das Z-Brace eine totale Verbesserung für mich ist. Und dann hat die Krankenkasse das auch Gott sei Dank relativ schnell genehmigt gehabt. Und dann habe ich es auch relativ schnell gekriegt. Ging ganz fix. Die Firma Polig ist da richtig schnell. Dann geht es darum, ganz intensiv eine Gehschule zu machen. Kommt immer auf die Voraussetzungen des Anwenders darauf an. Und das bespricht man dann eben. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann mit dem Anwender zusammen terminiert. Aber da ist dann auch eben wieder Physiotherapeut dabei. Wir haben da separate Gehschule, da sind Treppen drin, also schräge Ebene drinnen. Ein Barren, Stufen, also alles Unebenheiten, die man da eben ausprobieren und testen kann. Genau, und dann geht es darum, das so weit auszuprobieren, bis der Anwender sicher ist im Umgang mit der Orthese. Und sobald man den Eindruck hat, dass das gewährleistet ist, kriegt das natürlich dann eben auch mit nach Hause. Also ich habe, wie gesagt, vorher schon so eine ähnliche Versorgung gehabt. Das heißt, so dieses Gangmuster, wie man damit läuft, das habe ich schon gekannt. Aber natürlich ist das ein Feinschliff und man kriegt das aber relativ schnell raus. Also ich sage jetzt mal, 2 Wochen, dann hat man das. Wenn man die wirklich trägt drin, und genauso soll es ja sein, soll ja das eigentlich die ganze Zeit tragen können, man hat das relativ schnell draußen. Ich kann jedem nur raten, dass er auf alle Fälle das Z-Brace testet, wenn es auf die Erkrankung passt, dass man das mal ausprobiert und ein Gefühl dafür kriegt und dann er selber für sich entscheiden kann, wer das was, möchte ich das. Und es ist eine deutliche Verbesserung, das merkt man auch schon beim Test. Und dann soll man sich auch nicht scheuen, das zu beantragen, weil es sollte ja keiner durch seine Behinderung so eingeschränkt sein, dass Lebensqualität verloren geht.